Liebe Kinder, hier ist wieder eine neue Folge von Gott ist überall, dem Online-Kindergottesdienst der evangelischen St. Georgsgemeinde Steinbach. Mit Pfarrer Herbert, mit dem Kirchenaffen, mit dem Gemeindebär und mit dem Jammerlappen. Und wir alle feiern diesen Gottesdienst miteinander im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guckt mal, das ist spannend. Und hier haben wir jetzt aufgebaut, weil am Erntedanksonntag wird hier Erntedank gefeiert. Und was Erntedank ist, das wollte ich jetzt mal mit euch besprechen. Einmal im Jahr, da wird Erntedank gefeiert. Da bedanken wir uns bei Gott, dass die Schöpfung, die Natur, die Welt, dass die so schön ist, dass der Gott für die uns gemacht hat. Der hat uns diese Schöpfung bereitet. Der hat uns gemacht und die Erde, Sonne, Mond und Sterne und die Tiere und die Pflanzen. Und wir dürfen in der Schöpfung leben, auf dieser Welt. Und wir bedanken uns, dass die Welt so schön ist. Und wir bedanken uns, dass wir Essen haben und Trinken haben. Und dass wir solche Sachen anbauen können, damit wir sowas essen können. Ja, wir freuen uns, dass wir so gut leben können. Und wir sind ein bisschen traurig, sogar richtig traurig manchmal, wenn wir sehen, dass andere Menschen verhungern, dass sie nicht so viel ernten können wie wir. Und dann überlegen wir, wie wir denen helfen können, damit die auch von uns was abbekommen. Wir teilen nämlich gerne. Das machen wir. Weil das Ganze gibt's nicht nur für uns. Die Erde ist nicht nur für uns da, sondern für alle. Der Gott hat die Erde für alle gemacht. Und dafür sind wir dankbar. Und Danke heißt, das singen wir auch. Danke. Danke, dass es uns gibt. Danke, dass es dich, Gott, gibt. Und dass wir auf dieser Erde leben können. Danke. Liebe Kinder, ich möchte mit euch beten. Guter Gott, danke, dass wir in dieser guten Schöpfung leben können. Auf dieser Welt, die du gemacht hast, mit uns, mit den Lebewesen, mit den Pflanzen, mit Sonne und Mond, mit Sommer und Winter. Danke, dass wir so gut leben können, dass wir genug zu essen haben. Und wir bitten dich, dass das allen so gehen mag.
Wir teilen auch gerne, was wir haben, mit denen, die nichts haben oder zu wenig. Danke, lieber Gott, dass deine Schöpfung so wunderbar und schön ist, dass wir in ihr leben können und genug essen und trinken haben. Danke, lieber Gott. Amen. Hallo, liebe Kinder. Ich habe noch ein Rätsel für euch. Das letzte Rätsel war ja auch nicht so einfach. Da ging es um ein Tier, was solche Nadeln hat, aber nicht nähen kann damit und was immer erst im Dunkeln rauskommt. Habt ihr es ja geraten? Ich glaube, das war nicht so schwer. Es war natürlich der Igel, der lauter Stacheln hat, die so nadelig sind wie eine Nadel und man kann aber nicht damit nähen. Und die Igel, die sieht man halt tagsüber nicht, weil die kommen immer nur abends raus. Ne? Ja, heute habe ich eine andere Frage für euch. Wenn ihr bei uns auf den Kirchturm guckt, in der St. Georgskirche auf den Kirchturm, da findet ihr ein Tier. Auf dem Kirchturm findet ihr ein Tier. Was für ein Tier ist das? Um was handelt es sich da? Kriegt's raus? Und wenn ihr es nicht rauskriegt, ich verrate euch das nächste Mal. Tschüss! Woo!